Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit mir, mit eurem Badeschlappen und mit dem FC Arsenal, der erfolgreich in die Saison gestartet ist. Ein 2:0-Sieg gegen Aston Villa, denke ich, ein 2:1-Sieg, Entschuldigung, ein 2:1-Sieg. Später Anschlusstreffer ist ja noch gefallen durch Nsogbia, aber ich denke, das haben wir einigermaßen gut gelöst, auch wenn es am Ende vielleicht ein bisschen glücklich war. Wenn man die Statistik ansieht, ich habe es ja angesprochen gegen Ende des letzten Parts, das müssen wir jetzt versuchen zu ändern gegen Fulham im nächsten Spiel, im zweiten Spiel dann in der Liga, sprich, dass wir so ein bisschen dominanter werden, dass wir auch mehr Chancen kreieren. Denn das ist noch, sage ich mal, so ein bisschen das Manko bisher, wobei ja auch erst ein Spiel gespielt ist, ein Pflichtspiel. Also, ne, ganz klar, da brauchen wir jetzt noch nicht irgendwie Kritik anbringen oder so, das wird sich alles einpendeln. Und dann seht ihr schon, dann kommen schon so ein bisschen die Topspielwochen nach Fulham gegen die Spurs, sprich gegen unser FIFA 13 Karrieremodus-Team und danach gegen Real Madrid, das wird spannend werden. Dann Paris. Also das ist brutal. Wann haben wir denn? Ja, boah. Der November wird heiß, meine Lieben. Guckt euch das an. Real, Man United, Liverpool und Galatasaray. Der Dezember wird dafür anstrengend mit 3, mit 6, mit 8 Spielen. In 1, 2, 3, 4, 4,5 Wochen. Nicht schlecht. Unter anderem gegen Paris, gegen Everton, gegen Man City, gegen Chelsea und gegen Newcastle. Mein Lieber. Also der Winter wird heiß bei uns. Der Winter wird richtig heiß. Ich sehe gerade, wir können, glaube ich, gar keinen Spieler mehr verkaufen. Dadurch, dass ich das ausgestellt habe, also ich meine, keinen Spieler kaufen. Also dadurch, dass ich das ausgestellt habe, können wir auch keinen Spieler mehr verkaufen. Dann guckt euch an, hier im November, im Dezember. November, Dezember. Ne, im Januar haben wir hier diese Transferperioden-Zeichen, wenn man so will. Dass das Transferfenster offen ist. Das haben wir hier jetzt gar nicht mehr, ne? Mal gucken, ob das dann mit Laien überhaupt klappt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir deswegen auch keine Nachrichten. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal noch ein Stückchen weiter, damit ich euch dann die aktuelle Tabelle sozusagen zeigen kann. Jetzt haben wir nochmal 4 Nachrichten. Denn bisher haben wir nur ein paar Mannschaften gespielt zu unserem Zeitpunkt. Und die ganzen Großen noch nicht, haben wir ja gesehen. Kein Glück in Schottland. Okay. Dänemark abgegrast. Findet nichts. Pressekonferenz gibt's. Achso, genau. Ich lobe mal unsere Jungs. Nach den erfolgreichen Spielen, die wir bisher hatten, absolut in Ordnung. Da haben wir keine Spieler gefunden. Okay, dann müssen wir da mal den Auftrag bearbeiten vielleicht. Machen wir hier mal... Ne, alle will ich nicht machen. Wir machen mal... machen wir das mal raus. Dribbler raus, Stammspielerqualität auf jeden Fall rein. Temporeich rein. Das raus, das raus. Mach mal angriffsorientiert noch rein. Ah, shit, jetzt habe ich es zurückgesetzt. Na, super. So war's. Genau. Zurück, so müssen wir machen. Beibehalten, okay. Gucken wir, ob sie da irgendwas finden. Und dann können wir die alle wieder löschen. So. Jetzt hat er was. Und dann können wir mal reingucken. Also, wie gesagt, jetzt möchte ich mal das erste Mal so ein bisschen die Tabelle angucken. Jetzt dürften alle gespielt haben. Manche sogar schon 2 Spiele. Wieder FC Chelsea. 2 Spiele, 2 Siege, 7-1 Tore, also auf Rang 1. Dann Liverpool, Man City und Man United und Arsenal und Spurs und Sunderland jeweils mit 3 Punkten. West Brom mit 2 Unentschieden. Aber ihr seht, die anderen United, wir haben die gespielt 2-0, alle 2-0. Wir 2-1 und die Spurs 1-0. Okay, hinten drin Stoke, Aston Villa und Hull City. Aber wie gesagt, das ist alles noch nichts Aussagekräftiges hier, alles noch ganz am Ende, ganz am Anfang der Saison, von dem her, ja, brauchen wir da eigentlich noch gar nicht so richtig reingucken, sondern wir spielen unser nächstes Spiel gegen Fulham. Ich bin am Überlegen, ob ich schon das erste Mal so ein bisschen nicht rotieren, aber ja, tauschen soll einfach, um andere Spiele noch ein bisschen kennenzulernen, sage ich mal. Vielleicht mal einen Chamberlain bringen für Walcott, aber bei dem geht es gerade kräftig nach oben. Ich glaube, ich mache es mal anders. Ich nehme mal Giroud raus, bei dem geht es nicht so nach oben und bringe Chamberlain, auch wenn es bei ihm gerade nach unten geht, aber bringe ihn trotzdem mal. Äußert sich das hier noch irgendwo, wo man sieht, dass es bei Chamberlain nach unten geht, außer der Pfeil? Nee, ne? Okay, bringe ich mal. Machen wir mal so. Die beiden nur auf der Bank. Wen haben wir denn noch richtig auf der Bank? Rosicki haben wir noch. Nee, den lasse ich außen. Diaby auch, Flamini auch. Okay. Okay, nee, so spielen wir. So spielen wir gegen Fulham. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob die Ein-Mann-Taktik da wirklich perfekt ist, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gucken wir hier nochmal schnell rein. Transfer-News. Wobei da ja alles gleich geblieben ist, ne? Falcao zu Monaco. PSG holt Cavani. Juve holt Tevez.
Mario Gomez zu Fiorentina, sprich zu Florenz, und Bayern holt sich Götze, also das ist ja alles gleich geblieben. Was haben wir hier neu? Fans in Vorfreude auf Nachschlag von Schlappen. Okay, also die wollen mehr. Die Fans haben gleich zu Beginn des Spiels für mächtig Stimmung gesorgt und es damit auch den Jungs auf dem Rasen leichter gemacht. Jetzt können sie einfach rausgehen und auch das nächste Spiel genießen. Ja, klar. Sehr gutes Ergebnis, logisch. Gute Form, wunderbar. Ist üblich, ich meine, viel mehr muss ich da nicht sagen, ne? Was haben wir noch? Nach einem Feldverweis muss Fulham in der nächsten Partie ohne Jonane Riese zurechtkommen. Okay. Der ist ja auch nicht schlecht. Da haben wir nochmal die Aufstellung mit Deschaga, den kennen wir. Wieder so ein Boateng mit dabei. Hatten wir doch neulich erst. Berbatov, Ruiz, Tarabt, Hangeland, Amoreb, Jeta, Rita, Stockdale, Richardson. Rita kennen wir natürlich auch. Ja, und wir, wie gewohnt, mit der Aufstellung, wobei die hier wieder ein bisschen verändert ist. Passt auch noch nicht ganz. Aber gut, das ist halb so wild. Die Medien müssen nicht alles wissen. Und wir gehen rein, zweiter Spieltag gegen Fulham. Wird richtig gespannt, ob wir die nächsten Punkte einfahren können. Wir spielen im Auswärtstrikot. Fulham kann ruhig mit dem Heimtrikot auflaufen, gar keine Frage. Ah, und jetzt ist das immer... Ah, das ist immer so, okay. Das ist immer halbiert. Bisher war ja, glaube ich, das immer auf der linken Seite unsere Aufstellung, oder? Aber normal müsste die auch nicht immer auf links gewesen sein. Ihr seht, wir sind nie bei den Top-Spielwochen dabei, ne? Spielt wieder keine Top-Mannschaft simultan, wie es immer so schön dargestanden hat. Ist überhaupt was oben rechts eingeblinkt? Eingeblunken? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar nicht im letzten Part mitbekommen, glaube ich. Wir müssen auf jeden Fall Spieleinstellungen wieder auf Profi machen. Das vergesse ich ja immer. Den Ball speichert er, ne? Aber das speichert er irgendwie nicht. Komisch. Muss ich jetzt dann mal irgendwann noch direkt im Menü machen? Okay, dann gehen wir rein. Oder habe ich? Ich habe schon gegen Ding jetzt auch auf Weltklasse gespielt, gegen Estmiller, ne? Schon, ne? Glaube ich schon. Der geht rein von Giroud. Komm, einen machen wir noch und dann gehen wir rein ins Spiel. Boah, mit dem Ausriss. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, aber die Schüsse sind einfach überragend. Also, die gefallen mir richtig gut, was man da fabrizieren kann. Da werden wir noch eine wahre Freude dran haben. Ich meine, ihr habt es ja schon gesehen, was wir alleine schon in FIFA 13 an geilen Schüssen rausgebracht haben, an geilen Toren. Sicherlich, es waren auch viele Standardtore mit dabei, aber die sind immer mit dabei. Aber es waren auch viele richtig geile Tore. Also, von dem her, jetzt nochmal hier mit Pure Shot, das wird ein Erlebnis werden. Geil. Oh, dann will ich ihn lupfen mal. Dachte, der Torwart kommt noch mehr raus und Özil schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Aber das ist bei Özil echt oft so, ne? Wenn man da mal aufpasst. Özil ist ein Spieler, der, finde ich, viel zu schnell immer abdreht. Also einer, der da auch unzufrieden ist immer dann gleich. Und nicht weiterspielt, sage ich mal. Und den Ball sich irgendwie auch mal zurück erkämpft, sondern dann stehen bleibt. Ist mir schon oft aufgefallen. Von dem her passt das jetzt eigentlich ganz gut mit der Bewegung. Weiß nicht, ob sie es deswegen gemacht haben oder ob das bei allen Spielern geht. Keine Ahnung. Oh, schlechter Ball, beziehungsweise wäre gut gekommen, aber da ist noch das Bein des Verteidigers dazwischen. Und jawohl, den kriegen wir dafür. Chamberlain, der da gut mit nach hinten arbeitet, richtig gut. Jawohl. Ramsey, da traue ich mich nicht, den Ball zu spielen. Ramsey, ziehen wir mal lieber in die Mitte, ziehen ab und dann steht der eigene Mann im Weg. Und dann haue ich den Ball auf den Rücken hier, guckt euch das an. Und boing, und weg ist er. Ach Gottchen. Schade, wäre gut gekommen, glaube ich, der Stoß nach 11 Minuten hier. Und dann macht der Keeper den Fehler und ich komme nicht richtig hin. Und was macht der jetzt? Jetzt schlägt er ihn lieber, war mir klar. Also da traut er sich nicht nochmal. Irgendwie anders zu spielen, Fulham kriegt die Möglichkeit. Fulham kriegt die Chance, weil wir nicht schnell genug hinter den Ball kommen. Jetzt haben wir ihn. Schlecht gemacht. Nächste Möglichkeit. Berbatov, meine Güte, also die macht er nochmal, solche Dinger. Da eigentlich alleine vor Szczesny. Müssen wir aufpassen, dass wir da defensiv besser stehen. Walcott. Geiler Ball. Richtig stark gespielt. Sanja nimmt den überragend mit, aber in der Mitte ist noch keiner. Holt den Einwurf raus. Jetzt tut uns er so langsam ein. Jawohl, schön gemacht. Gute Flanke. Will ich ablegen, aber komme ich auch nicht so richtig an den Kopfball. Schade. Und der Ball nach vorne. War klar, dass der kommt. Jetzt müssen wir ihn holen, sonst wird es kritisch. Gut gemacht. Er ist nochmal abgedrängt. Sehr schön. Und Fulham kommt. Fulham, mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als wären die ein bisschen besser, oder? Als, hat er den? Ja, Gott sei Dank. Als Aston Villa noch. Also die wirken so ein bisschen spielerisch besser. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor gerade. Berbatov hat erstmal aufgepasst. Das war ein schlechter, schlimmer Ballverlust da. Aber gut ausgebügelt von Wiltshire. Wieder so ein schlechtes Ding. Jetzt knall ich den Ball einfach mal vor, wenn ich dazukomme, wenn hier nicht
Schlimmeres passiert, Deshaga. Nein, der ist drin. Habe ich kommen sehen, war wieder klar. Bock hinten in der Mann, in der Defensive, in der Hintermannschaft und dann fällt so ein Ding. Ganz klar mein Bock, den darf ich nie da vorne irgendwie versuchen, den Lauf zu spielen. Das ist eben das Problem, dass ich häufig versuche, den Ball hinten noch irgendwie gut rauszuspielen, anstatt ihn auch einfach mal nach vorne zu knallen. Aber auch das werden wir noch lernen. Das habe ich ja schon in FIFA 13 mal angesprochen, dass ich das in FIFA 14 nicht mehr so häufig machen möchte. Da verliere ich ihn wieder. Komm jetzt. Alter Ball nach vorne erstmal. Kommen wir nicht hin. Ruiz. Ruiz, bitte schick den nicht. Jawohl. Und Chesney muss ihn nur noch aufnehmen. Gut gemacht. Also, es ist, glaube ich, wirklich so, dass Fulham hier ein bisschen besser ist. Die sind hier nicht schlecht. Boah, schaut euch das an, wie die auch pressen, ey. Mit drei Mann stehen die gleich um hier rum. Keine Chance, irgendwie, ja, gepflegt nach vorne rauszuspielen, das Ding. Jetzt hat kein Abseits. Özil. Özil kriegt er nicht. Oh, und dann habe ich den anderen Spieler gerade gesteuert. Kann mir so den Ball nicht holen. Jetzt hat. Özil zu lang. Kriegen wir den nochmal, Podolski? Nein. Sonst hätten wir da auch mal abziehen können. Das sind ja Positionen, wo man mal schießen kann. Wir haben den Özil, der gut schießen kann. Den Poldi, der den Hammerschuss hat. Also von dem her muss das eigentlich schon mal drin sein, dass wir da häufiger schießen. Aber bisher hat sich die Situation noch nicht so richtig ergeben. Bisher steht Fulham richtig gut in der Ordnung. Da in Defensiv richtig gut gestaffelt. Das ist aber auch so ein bisschen mir jetzt aufgefallen in FIFA 14, dass das bei den Mannschaften allgemein mehr der Fall ist. Wo in FIFA 13 noch ein paar mehr Löcher waren ab und zu. Das ist jetzt in FIFA 14 gefühlt nicht mehr, muss ich sagen. Also, da scheinen sie auch was gemacht zu haben. Jawohl, komm, jetzt muss er schnell gehen. Jetzt ist mal so ein bisschen Platz da. Ah, shit. Dachte ich, jetzt komme ich da mal durch, dass die alle spekulieren, dass ich ihn rüberlege. Gibt aber den Einwurf für uns. Das ist schon mal gut, dass wir uns vorne halten können. Jawohl. Özil, boah. Und dann spielt er erstmal nach oben. Ganz, ganz stark nach vorne gelegt. Walcott, der ist schnell. Der bringt die Flanke. Die wäre auch wieder nicht so schlecht gewesen, aber wieder geblockt. Also wir sind noch nicht richtig drin im Spiel. Eine Halbzeit ist jetzt eigentlich schon rum, ne? Also die Zeit vergeht jetzt hier richtig schnell. Da müssen wir jetzt aufpassen. Also da dürfen wir jetzt halt, oder müssen wir jetzt auch demnächst mal noch einen Gang drauflegen, einen Gang hochschalten. Sonst endet das hier mit der ersten Niederlage in der Saison. Kommt schon. Vielleicht gibt es nochmal die Kontermöglichkeit. Jawohl. Poldi, lauf doch. Will er nicht. Jetzt hat richtig gut gespielt. Özil kriegt die Möglichkeit zum 1:1. Özil macht ihn. Sehr schön. 45. Richtig gute Torschuss da. Ja, und dann macht er mal den Jubel. Der passt jetzt aber eigentlich nicht so gut zu Özil. Aber gut, halb so will. Die zwei Deutschen jubeln. Arsenal jubeln. Die Fans jubeln. Ja, ein bisschen heile Welt wieder. Wenn man so will. 1:1 Ausgleichstreffer. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal absolut in Ordnung jetzt halt wieder. So, denke ich, können wir schon eher in die Halbzeit gehen, als hier mit einem 0:1. Das muss man aufpassen, dass in den letzten Sekündchen hier im ersten Durchgang hinten nichts passiert. Der Bartow ist fast durch gewesen. Steht aber auch illegal auf dem Platz, von dem her wird abgepfiffen. Also Halbzeit 1:1. Gerade noch so ein bisschen der Lucky Punch im ersten Durchgang. Özil mit dem Treffer da, sehr schön. Deshaga, also zwei. Ja, so hat ja einer, der in der Bundesliga, ja, beide schon in der Bundesliga gespielt. Deshaga für den VfL Wolfsburg und Özil natürlich für Werder Bremen. Wir gucken mal rein, Liverpool 2:2 gegen Aston Villa. Sonst denke ich nicht so interessant, ich lese es trotzdem vor. Hull City, Norwich 1:1, Newcastle 2:1 gegen West Ham, Southampton 0:1 gegen Sunderland und Stoke City 0:0 gegen Crystal Palace. Halbzeit überall bis auf Aston Villa, Liverpool, das Spiel ist schon aus. Also Liverpool lässt Punkte liegen, Aston Villa holt sich die ersten Punkte, den ersten Punkt überhaupt in der Saison. Nach zwei Niederlagen zunächst zu Beginn. Also jetzt hat auch mit einem Punkt auf dem Konto. Und wir gucken rein, dass wir jetzt die zweite Halbzeit ein bisschen erfolgreicher gestalten können als die ersten 45 Minuten. Wir ja durch einen Bock, sage ich mal, gleich mal hinten gelegen. Das sollte uns jetzt am besten nicht passieren. Gut gemacht von Podolski. Schöner Ball, genau im richtigen Moment auf Sanja. Aber da bremse ich nochmal lieber ab und spiele nochmal hinten rum. Jawohl. Jawohl. Özil. Podolski. Hat einen guten Schuss. Er stand ein bisschen ungünstig zum Tor. Ne? Ein bisschen zu schräg, sage ich mal. Das hat jetzt nicht ganz gepasst, aber trotzdem war es absolut in Ordnung. Also dafür, und wie gesagt, er hat einen guten Schuss. Da müssen wir es auch
häufiger jetzt mal probieren. Das muss ich mir jetzt einfach merken. Das muss in mein kleines Gehirn rein. Dass da häufiger mal aus der Distanz geschossen wird. Berbatov, ganz wichtiger Block. Es gibt den... Oh, Freunde, da müssen wir jetzt aber nochmal diskutieren und angucken. Das war für mich nix, meine Lieben. Wir gucken rein. Ist das ein Elfmeter? Also ganz ehrlich, das wird in der Premier League nochmal nicht gepfiffen. Das wird auch in Deutschland nicht gepfiffen, oder? Da ist jetzt gerade noch ein Spieler davor gelaufen, aber ich glaube nicht, dass es was war. Chesney, vielleicht ist er ein Elferkiller. Die Fans hinten stehen. Die fragen sich, ob er reingeht, und er geht rein. Berbatov, 54. Fulham führt zum zweiten Mal. Eins, zwei, ja, genau, zweimal. Meine Güte, also war das jetzt ein Elfmeter? Ich glaube es nicht. Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Ganz, ganz kritische Situation, die da, sage ich mal, zugunsten des FC Fulham entschieden wurde. Auf jeden Fall, wie gesagt, bitter für uns. Ob es einer war, kann man drüber streiten. Gibt den Einwurf. Jawohl. Ja, komm. Zieh ab, Junge. Ah! Geiles Ding. Geiler Schuss da. Wer ist es denn gewesen, was? Das dürfte doch Oxlade-Chamberlain gewesen sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Wer ist denn da oben? Sehen wir jetzt gar nicht. Walcott ist unten. Ja, dann müsste Oxlade-Chamberlain gewesen sein. Schade. Weiter Ball. Bin jetzt mal gespannt. Was? Boah, ganz, ganz stark von Özil. Sieht, dass sich da der Gegner verschätzt und dann sowas. Jetzt wird er auch noch geschickt. Mesut Özil läuft dann aber nicht mehr so richtig. Oh, und dann holt er ihn sich leider auch nicht. Das wäre jetzt nochmal die Chance gewesen, schnell umzuschalten. Kommt schon, Jungs. Berbatov zurückgelegt. Rita, Sascha. Rita mit dem Bock. Ja, Özil. Oh, ist der geil gespielt. Ramsey. Und ist zu langsam dann im Antritt. Meine Güte, die müssen rein, die Dinger, Freunde. Das sind Top-Chancen, die wir da rausspielen. Nächster Kopfball, den wir gewinnen. Und dann aber den Ball wieder verlieren. Da ist wieder Damien Duff eingewechselt worden. Wir gehen jetzt auch mal rein. Wir werden auch mal da agieren. Und zwar werde ich formationstechnisch auch schon was ändern. Wir werden jetzt auf zwei Stürmer umstellen. Genau, das machen wir mal. So, zurück. Kader. Und dann müssen wir da mal gucken. Wilshere, Ramsey, nee, warte mal, Walcott. Wie machen wir das denn am besten? So auf jeden Fall. Walcott von, nee, ich mach Chamberlain, so machen wir es. Und so machen wir es. Also Walcott, aber dann hauen wir den mal auf den linken Flügel. Nee, den hauen wir raus. Bringen Arteta. Und wir bringen Giroud für Oxlade-Chamberlain. Komm, so machen wir es jetzt. Also weiter geht's, Doppelwechsel. Immer noch 2-1 hinten. Wie gesagt, gibt's hier die erste Niederlage in dieser noch ganz jungen Premier League-Saison. Shit, zu lange gewartet mit Özil da. Komm, tut mit, Sanja, da oben. Ihr müsst jetzt da auch ein bisschen offensiver noch ran an die ganze Sache. Komm entgegen, Giroud. Nee, das ist noch nicht Giroud. Dann gibt's hier die Möglichkeit. Gut. Jawohl. Oh, sag mal, ich drück entgegen und der läuft da ganz gechillt. Als hätte er alle Zeit der Welt. Oh, jetzt gibt's die nächste Möglichkeit für Fulham. Und guckt euch das an, die spielen es nicht schlecht raus. Bisschen zu langsam. Die Räume waren da. Die Plätze oder der Platz war da, um das hier richtig gut rauszuspielen. Jawohl. Ah, oh, verlieren ihn wieder. Verlieren ihn wieder. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu hektisch werden. Chamberlain kann sich nicht durchsetzen da. Mal gucken, macht leider nicht den zweiten Bock auch noch. Fulham, ja, wirkt unsicher. Kommt schon, das müssen wir jetzt ausnutzen. Berbatov. Der Elfer natürlich den auch klar gut in den in die Karten gespielt. Ne? Ich meine, wie gesagt, den kriegt man nicht alle Tage, den Elfer. Da gibt es auch viele Schiedsrichter, die den nicht pfeifen. Richardson. Gut gemacht. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu hektisch werden. Und solche Ballverluste gehen gar nicht. Richardson wieder. In die Mitte. Oh, shit, da kommt er durch. Sanja. Kann ihn sich nicht holen, Berbatov. Drittes Tor wäre jetzt die Entscheidung. Gut. Ah, zu weit nach hinten, aber noch in Ordnung. Walcott. Gibbs. Wechsel immer noch nicht vonstatten gegangen, weil der Ball noch nicht im Aus war. Schade. Nein. Jetzt haben sie wieder die Möglichkeit. Wieder Berbatov. Oh, und dann springt er mit Glück auch noch zu ihm wieder zurück, aber dann holen wir ihn. Nach vorne geht. 80. Minute schon. Walcott.
Oh, bitterböse umgesetzt. Oh, gibt das Rot. Gibt er da Rot? Nein, er gibt nur Gelb. Gott sei Dank, gibt's. Also mit der Karte. Und jetzt werden erst die Wechsel stattfinden hier. Oh, das sieht ganz nice aus von der Animation. Also ein bisschen zeitlich, ne? Nicht schlecht, wir gucken rein. Arteta, Giroud rein, Walcott, Oxlade-Chamberlain raus. Bend kommt für Berbatov. Also auch ein gefährlicher Stürmer. Und wir gehen jetzt auf sehr offensiv. Was hilft's uns denn noch jetzt? 10 Minuten noch zu spielen. Jetzt können wir alles riskieren. Schöner langer Ball auf Poldi. Wenn er den gut mitnimmt, das macht er auch. Gibt's vielleicht die Möglichkeit? Geiles Ding. Giroud. Abgelegt. Özil. Boah, und das war gewollt abgelegt. Richtig nice gemacht. Özil findet nicht die Lücke. Das gucken wir uns nochmal schnell an. Schön gemacht. Richtig schön. Gute Kombination. Der wäre rein. Der wäre rein von Özil. Nächster Wechsel bei Fulham. Nächste Ecke für uns. Oder wieder eine Ecke für uns mal. Özil. Ja. Schade. Wilshere. Will wieder nicht rein, das Ding. Hätte ich da mal direkt abziehen müssen, Wolli? Ich weiß es nicht. Wäre bestimmt mal nice gewesen. Hab mich nicht getraut. Richardson. Spielt ihn nach vorne auf Tarab. Der geht ins Aus. Wir haben den Einwurf. Komm, mach gleich hinter. Verlieren wir gar nicht lang. Zeit da. Sanja. Seitenwechsel mal. Mag gut. Jetzt muss nur da oben Poldi kommen. Poldi kommt. Poldi verliert ihn. Poldi kriegt ihn wieder. Poldi sieht Giroud. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben Pech im Abschluss jetzt. Aufgepasst. Kasami. Zurückgelegt. Das dürfte es gewesen sein, oder? Gibt's hier nochmal die Chance. Den Lucky Punch. Ballverlust. Podolski. Nochmal der Ballverlust. So, jetzt müssen wir es riskieren. Dass wir hier schnell den Ball kriegen. Und den kriegen wir. Nein, und jetzt pfeift ab. Jetzt hätte ich Giroud schicken können. Freunde, vorbei aus. Erste Niederlage in der Premier League-Saison, in der ganz frühen Saison hier. Berbatov und Deschaga mit den Toren. Özil nur noch mit dem Anschlusstreffer. Das ist bitter. Das ist bitter. Richtig bitter. Wir gucken mal rein in die Tabelle. Also wie gesagt, das erste Tor, klar, mein Fehler. Bock von mir. Das zweite Tor, muss man da Elfer pfeifen? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich bin mal auf eure Meinung echt gespannt. Also das ist jetzt ein Thema, da bin ich echt mal gespannt. Ihr seht Fulham mit 2 Schüssen aufs Tor. Die machen 2 Buden. Wir haben 5, machen nur eine. Wir waren die bessere Mannschaft, klar. Wir waren die bessere Mannschaft, wir verlieren. Anders also wie im Hinspiel, wie im ersten Spiel meine ich, gegen Aston Villa, da war Villa so ein bisschen die bessere Mannschaft, lang nicht so überragend besser wie wir jetzt, oder, glaube ich. Das war ein bisschen knapper. Aber trotzdem, da haben wir die 3 Punkte geholt. Jetzt holt sie Fulham. Leider, damit bleiben wir bei 3 Punkte stehen. Ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Ja, und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.